ist jetzt freigegeben. Ausführung kommt und Nicolò Trisoldi. Sind jetzt erstmal der Freistoß. Enzo Leopold bringt den Ball auf die andere Seite des 16ers. Das ist Josh Knight, der wird zu Fall gebracht und es gibt den Elfmeter. Kevin Behrens da im Zweikampf. Ah, der Klassiker vom Stürmer im eigenen Strafraum. Aber, ja. Kann man machen. Also war das. 8. Minute, Halstenberg und der versenkt ihn. Aber ganz souverän. Sauber ausgeguckt. Und ganz stabil eingeschoben. Zweikämpfe mit und gegen Fabi Kunze. Erstmal nicht gepfiffen. Torschuss. Boah, das war stark gemacht. Jakub Kaminski war's. Unsere Roten verfolgen. Halstenberg da wieder sehr, sehr schön mit dem Ball zu Gindorf. Da verschätzt sich Born auf. Nicolò Trisoldi gegen Jens unterwegs. Aber Moritz Jens mit. Die Fans scheinen auch Ball gefallen. Mal umruhen, passt in den 16er. Behrens scheitert aber am bockstarken Ron-Robert Zieler. Hier die 1 gegen 1 Situation gegen Behrens hervorragend gelöst. Das nochmal in der Wiederholung ist sofort da. Auch die letzten Spiele schon ein paar Mal thematisiert. Wenn wir auf der Seite den Ball haben, aber jetzt Achtung, Kunze und Trisoldi, der gefoult wird und es gibt den nächsten Strafstoß. Für Hannover 96 und die gelbe Karte obendrauf. Das müsste Amoako sein, ja. Übeltäter war der neue Mann der Wolfsburger, der hier inmitten des ersten Durchgangs für den verletzten Odogwu spielt. Wieder per Strafstoß, 40. Minute jetzt. Und Lieblingsecke links. Yep, ist die Kombination möglich, so in der Form. Nicht, weil es kein rotwürdiges Foul war. Auf den schnellen Amoura, der auf der linken Seite in den Strafraum eindringt. Erstmal abgeblockt, Schusschance und wieder ist Zieler da. Mit einer Hand boxt er den Ball hier aus der Gefahrenzone. Schon jetzt die zweite Glanzparade in kürzester Zeit. Ja, Marcel Halstenberg. Nach allem, was der in seiner Karriere erlebt hat, er ist immer noch so perfektionistisch unterwegs, in jedem Spiel, in jeder Aktion. Und dann natürlich gerade bei einer solch entscheidenden. Da ärgert es ihn. Der kommt aber aus dem Abseits, der Behrens, oder nicht? Ja, eindeutig. Eindeutig aus dem Abseits gekommen, oder nicht? Das hätte ich gerne jetzt nochmal in der Wiederholung gesehen. Amoura. Auf jeden Fall der Torschütze. Jetzt auf jeden Fall erstmal Nicolò Trisoldi im Strafraum, Lupfer und der ist drin! In der 47. Spielminute, schneller geht's ja kaum mehr gehen. Überragend gemacht von Nicolò Trisoldi, ja da muss er auch selber ein bisschen grinsen. Schöne Vorarbeit von Gindorf und dann setzt sich Trisoldi da aber in allerbester Torjägermanier ab. Ist hier ein feines Füßchen über den herausstürzenden Perwan. 47. Spielminute! Der hatte, glaube ich, einen Ballkontakt. Oh, schon Juli, das ist ein steter Unruheherd, auch in den bisherigen Testspielen gewesen. Gut jetzt gelöst von Jessica Gangkamp-Vogelsammer. Wurschtelt sich da durch, nimmt Seymour Roya mit. Und da! Eine Flanke, ein Querpass, der zum Torschuss gerät. Ja, die Variante mit dem linken Arm kommt jetzt. Und bitte. Knight am zweiten Pfosten und da ist Brooklyn Eze. Knight im Zentrum. Und übrigens Lee ist derjenige, der sich dann etwas fallen lassen hat. Auf die Leopold-Position, aber oh. Lee geht einfach mal durch. Schönes Dribbling vom Mann mit der Rücknummer 11, Jean Chouli. Vielleicht ja jetzt.
gesehen mit der Flanke. Richtung Elfmeterpunkt, aber Kevin Behrens natürlich als kopfballstarker Stürmer hinten mit dabei. Aber wir erobern hier den zweiten Ball. Nochmal rausgelegt, Flanke und da ist doch Jesse Nkankamp mit dem 3:2 für Hannover 96 in der 88. Spielminute. Ich denke, das kann man als spätes Tor durchgehen lassen. Nach einem herrlich vorgetragenen Angriff und Hecki hat mal wieder recht. Also auf der linken Seite durchgetankt bzw. gespielt auf Brooklyn Ezeh und der dann mit einer wirklich butterweichen Hereingabe ins Zentrum und ungefähr 5 Meter vor dem Kasten von Pavao Pervan stand dann Jessica Gankam und der hat dann keine Mühe mehr aus der Distanz einzuköpfen zum 3:3.